Wer in die Justizvollzugsanstalt Butzbach kommt, hat in der Regel richtig was auf dem Kerbholz. Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerverbrecher sitzen hier nicht selten lebenslange Haftstrafen ab. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann lässt sich beim Rundgang mit Anstaltsleiter Eugen Marz den Haftalltag schildern und zeigt sich dabei sehr zufrieden. Ja, die Justizvollzugsanstalt in Butzbach ist ein historischer Bau mit der höchsten Sicherheitsstufe, die wir in Hessen haben. Und ganz besonders zeichnet die Anstalt aus, dass hier auch Gefangene, die mehr als 24 Monate Haftstrafe zu verbüßen haben, die Chance haben, eine Ausbildung zu absolvieren. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und auch der eigentliche Grund für den Besuch der Ministerin. Denn auch lebenslängliche wissen, es gibt ein Leben nach dem Knast. Moderner Strafvollzug, so Kühne-Hörmann, sei heutzutage längst viel mehr als das Wegsperren von straffällig gewordenen Menschen. Und selbst Schwerstverbrecher erhalten im hessischen Strafvollzug eine zweite Chance, etwa in Form einer Ausbildung. Allein in der JVA Butzbach gibt es einen bunten Strauß an Möglichkeiten für die Inhaftierten. Sie können eine Tischlerausbildung, eine Metzgerausbildung machen. Der Metallbauer kommt jetzt im Laufe des Jahres und dann haben wir noch den Schweißerkurs in der Schlosserei. Und dann gibt es natürlich noch die schulischen Ausbildungen bis hin zum Fernstudium. Ein Angebot, das die Häftlinge nur allzu gerne annehmen. Die Motivation ist hoch und das Angebot wird dahingehend so gut angenommen, dass auch alle Plätze immer belegt sind. So gibt es in der JVA Butzbach etwa eine Tischlerei und eine Schreinerei. Mit einer Gesamtfläche von etwa 2800 Quadratmetern ist die Schreinerei sogar Hessens größter Eigenbetrieb. Zurzeit sind dort bis zu 40 Gefangene beschäftigt. Die Büromöbel aus der JVA Butzbach erfüllen höchste Ansprüche. So hat man zuletzt etwa die hessische Landesvertretung in Brüssel komplett mit Büromöbeln ausgestattet. Und das Wichtigste? Mit jedem Tag in der Werkstatt steigt die Chance der Noch-Insassen, auch in Freiheit beruflich wieder Fuß zu fassen. Diejenigen, die eine Ausbildung hier absolvieren, haben eine ganz große Chance, am Ende auch in Betrieben unterzukommen. Also die Quote derer, die in Betrieben unterkommen mit der Ausbildung, soll bei 70% jetzt liegen. Und ich finde, das ist ausgesprochen gut und hoch. Was natürlich auch dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung entgegenkommen dürfte. Denn wer mit beiden Beinen fest im Leben steht, ist letztlich viel weniger anfällig für Straftaten.